Hallo zusammen, hier ist wieder Sibylle. Ich mache heute mit euch eine Qigong-Übung für den Atem. Sie nennt sich die Drei-Dantien-Atmung, die Atmung für unsere drei Energiezentren im Körper. Ihr steht hüftbreit und habt die Zehenspitzen nach vorne gerichtet. Ihr hebt etwas an und drückt es wieder nach unten. Das geht mit Sinken und Wachsen. Du wächst von der Ferse aus nach oben und sinkst wieder in die Ferse. Die Knie lösen nach vorne. Jetzt gehst du einen Schritt höher bis zum Brustbereich und machst einen großen Ball über vorne nach unten. Probier es nochmal aus. Bis zur Herzgegend, großer Ball, die Arme zurück nach unten. Probier es nochmal aus. Der Atem fließt frei. Und jetzt gehst du noch eine Station höher bis zur Stirn, klappst die Hände nach oben und machst einen ganz großen Kreis mit den Armen nach unten. Bis zur Stirn. Du schaust den Händen nach, wenn du niedrigen Blutdruck hast. Wenn du hohen Blutdruck hast, dann schaust du nach vorne. Wir kombinieren das alles zusammen und du hebst etwas an, drückst etwas nach unten. Du gehst bis zur Herzgegend, gehst nach vorne und gehst ganz nach oben bis zur Stirn. Aha, da mache ich das nochmal nach vorne. Hier gehst du ganz nach oben und kombinierst alles drei zusammen. Das untere Energiezentrum ist in der Beckenschale positioniert, das mittlere Energiezentrum in der Herzgegend und das obere Energiezentrum ist in der oberen Kopfschale. Der Atem fließt immer frei. Wahrscheinlich wirst du, wenn du die Übung länger machst, beim Hochgehen einatmen und wenn die Arme nach unten gehen, ausatmen, aber warte so lange, bis sich der Atem selbst mit der Übung verbindet. Mach diese Übung gerne weiter. Ich danke euch fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Video.